die dreh ich in die Kamera, Chat. Hallo. Hier hilft mir keiner. Ich krieg nur volle Pulle Reifen und volle Pulle Rose. Ja, vielen Dank für den Baum, Kevin. Moin Leute, Trimax hier. Es geht weiter mit dem Clash Royale Free-to-Play Plus Pass Projekt. Es ist gerade das Global Tournament wieder. Wir warten noch ein bisschen. Wieder um Karten bitten, nämlich die Pumpe. Es ist völlig krass. Guck dir mal mein Deck an. Phoenix Max, Pfeile Max, Kobolde Max. Ich kann direkt nächste Season den Holzfäller maxen. Und ich habe noch ganz viele Joker. Ich kann den Elektrodrachen maxen. Ich kann den Golem hochziehen. Ich habe noch... Was geht ab? Es geht so krass voran. Es ist ein... Der Account ist nicht mal 2 Monate alt. Und ich habe bald ein gemaxtes Golem-Deck. Wie krank ist das? Ich habe wieder ganz krank viel gezockt. Ihr seht hier unten die Kisten. Da muss jetzt was Geiles drin sein. Weil euch das Ganze gefällt. Und ihr wollt sehen, wie weit wir kommen. Und auch jetzt im Global Tournament, da sind wieder richtig krasse Belohnungen und die nächste Mega-Blitztruhe. Abonniert gerne den Kanal für die geilsten Highlights. Und wenn ihr das Ganze supporten wollt, könnt ihr alle 7 Tage hier in den Creator-Code eintragen. Das kostet euch nichts und ist wirklich sehr geiler Support. Denkt da dran, gerade am Anfang der neuen Season, da sind wir euch sehr, sehr dankbar. Dann pushen wir heute Liga wieder weiter mit dem Golem-Deck und Big Spin ist wieder mit dabei. Also, ich habe gezockt offstream, ich war krank. Ich hatte ja, ich hatte Corona, ich hatte Fieber, ich hatte nichts zu tun. Ich habe dann richtig viel gezockt, bis ich nur noch die Magietruhen übrig hatte. Ja. Ich habe sogar alle Giant-Chests geöffnet, geil, damit ich die Magietruhen, die werde ich gleich schön aufmachen. Sieht lässig aus. Das sieht sehr lässig aus, ne? Was ist unser Ziel, wieder in der Liga zu erreichen? Jetzt haben wir ja schon mehrere Karten Level 13 und der Golem ist diese Season geboostet. Also in der muss Liga, ich mal meinen Rekord. Wir hatten relativ ohne Probleme, glaube ich, Liga 6 oder Liga 5 geschafft. Ohne Probleme war das. Ja, da ist ein Haken. So, dann haben wir gestruggelt, aber wir hatten auch nur einen Tag Zeit, weil du irgendwie... Ja. Okay, Liga 6 wollen wir auf jeden Fall safe wieder erreichen. Also Liga 8 wäre halt geil wegen der Kiste, wegen der legendären Königstruhe. Das sollten wir mit den Karten auch eigentlich hinbekommen. Und Liga 8 meinst du das hier? Liga 9, ja. Liga 9 wäre halt dann nochmal so ein i-Tüpfelchen, weil da gibt es nochmal den Champion-Joker. Aber Liga 8 wäre schon nice. Da ist schon 14 dann, ne? Mein Ziel ist es, diese Kiste hier zu kriegen. Okay, gut, ja. Man hat so 13% eine Legendary, das reicht mir nicht. Jetzt ich will ein Fuck. Nee, ich hab echt Pech gehabt mit den Magical Chests. Das sieht gut aus, Big Spin. Ja. Da ist die Legendary. Okay, ist Legendary kein Champion? Legendary ist super. Das weißt du. Also 3 von 10. Ich hatte auch schon die eine oder andere Truhe in der GC, wo ich einfach einen verbleibenden Blinkenden hatte. Aber es kam ein Champion und kein Legi raus. Ja, ich weiß, kann sein. Nachttexte nehmen wir mit. Legendary ist super, freuen wir uns, super. Ganz, ganz großes Kino. Nächste Magical. Das sieht doch auch schon wieder gut aus. Ja, sieht gut aus. Nee. Sieht nicht gut aus. 11-mal die Hexe. Interessant. Nochmal eine Hexe. Keine Legendary. 10-mal der Poison. Schön. Letzte Magical. Sieht gut aus. Jetzt müssen ganz viele Rares kommen. Und die kommen nicht. Oh, die kommen nicht. Eine Legendary nur. Ich hab... Du hast 13% überboten, aber auch keinen besonders durchschlagenden Wert. Ja, ne? Okay, also, man spielt das Deck jetzt mit dem Champion. Ja. Anstatt mit dem Dark Prince. Weil der kann Bogenschütz mit dem Charge One-Shot und jeder spielt Bogenschützen. Richtig, genau. Und jetzt hoffen... Ja, okay, nice. Nice, nice. Jetzt nichts mehr reinspielen, weil jetzt hat er mehr Elixier. Oh, genau. Mein Ei soll überleben. Ja, es überlebt auch, alles gut. Oh mein Gott, GG. Turm sollte down sein, ja. Fett. Kannst du die nächste Pumpe spielen? Sehr schön, du hast sogar nochmal ein Elixier... Die Knight von dem... Wie viel Plus macht man mit einer Pumpe? Du machst mit einer Pumpe 2 Plus. Golem rein. Einer Pumpe 2 Plus. Ich hab einen Knight, dann hat er mit einer Pumpe nur 1 Plus gemacht. Genau. 2 Pumpen zu spielen war echt gierig von ihm, ne? Ja. Er dachte halt, er hätte dich, aber er hat halt nichts gegen das Luftbackup und das ist das Gute. Aber wir haben ja auch Erfahrung von Supercell, noch eine Sache zu den Gems, dass sie sehr, oder coming soon, also woran sie gerade arbeiten, was... Die Belohnung gibt, verbessern. Dass sie so den Progress nochmal verbessern und die Belohnung und alles, richtig. Ja. Und das könnte auf jeden Fall auch nochmal sehr interessant sein. Nochmal Progress verbessern, finde ich krass. Wir spielen 7 Wochen, mein halbes Deck ist Max. Ja, ist krass, ne? Ist echt heftig. Ja, finde ich wirklich so krass. Ich habe hier bald mehr Wins als auf meinem Main-Account, ey, ohne Witz. Und meine Masteries sind sowieso schon besser. Ja, man hätte auch noch Pfeile für Dartgob können. Weil der ist nicht in Turmreichweite. Ja, passt. Muss er den auch deffen? Dann kannst du gleich den Push so aufbauen, dass du Holzfäller. Okay, das ist interessant. Ja, du musst den E-Dinge so reinspielen. So rechtsorientiert rein, damit er auch. Damit du. Genau. Und jetzt nailst du gleich einfach den rein, ne? In den Fernturm. Da wird er entfernt. Oh, perfekt, Digga. Was ist er denn für einer? Nado? Ja. Nado. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Nice. Okay, jetzt reinspimmen. Golden Knight dahinter, Phoenix dahinter. Super nice. Hast gewonnen. Solltest gewonnen haben. Ja. Oh, schlechter Charge. Ah, nee, doch guter Charge. Ja, nee, war kacke, aber ist egal. Passt trotzdem. Jetzt machen wir noch solche Pfeile, falls an Dart Goblin kommen. Genau. Kam nichts. Nicht rein. GG. Nice. Solltest du gewonnen haben. Ja.
Digga, der hatte Inferno Dragon und Inferno Turm. Was soll das? Der war komplett, komplett lost. Was soll das? Wann gibt's Golem First Play? Was müsste er hinten spielen, dass Golem First Play? Ganz scheiße. Noch nicht mal, wenn er einen Royal Giant hinten spielt. Er müsste deinen King Tower aktivieren mit einem Spell, mit der Rakete, damit du Golem First Play machst. Jetzt machst du den Golden Knight und dann chargest du, genau. Charge so, dass der. Nein, nicht chargen jetzt, sondern erst später, ja. Weil das Ding ist, du kannst es so timen, dass der Mega-Ritter jumpt und du mit dem Golden Knight mit dem Charge den Jump dodgst. Lol. Das heißt, während der Mega-Ritter auf den Golden Knight springt, ist er dann praktisch unverwundbar und dann fängt er diesen Mega-Ritter-Jump ab. Okay, das ist krass. Alter, ich habe auch neulich, ich gucke ja auch deine Videos. Mhm. Digga, was, du hast von Magic Archer geträumt? Ich habe nur Clash Royale gespielt und hatte mega Fieber. Also, what the fuck? Ich hatte mir die Rippe geprellt und hatte mega Fieber und alles und hatte echt Schmerzen und es ist so gekommen, dass ich geträumt habe, ich wäre ein Magic Archer und habe nur noch wenig Leben. Ich habe Pfeile kassiert, ja. Es war ein normaler Fiebertraum, weil ich habe wirklich nur gespielt, bis ich eingepennt bin quasi, weißt du? Oh, wieso hat der Golden Knight nicht den Magier angecharged? Weil der immer nur an Einheiten charged, die vor dem Turm stehen. Damit der Pfeile, Holzfäller? Da sind zwei Holzfäller. Ein Holzfäller ist besser. Eine Pfeile und Holzfäller. Oh, guck mal, Big Spin, ne? Ja, okay, gut, ja. Aber der Holzfäller hat auch gereicht. Der hat erst den Magier getötet und dann hat er mit dem Todesschaden noch die Bats. Ja, die Bats. Es ist halt heftig. Wo ist dieses Deck? Ist das in den Top 10 Decks? Das Deck gerade? Top 10 Decks gerade? Nee. Noch nicht mal in den Top 10 Decks ist das Deck. Das Deck ist gerade nicht so unfassbar stark in Top-Ladder, weil halt jeder zweite Agent spielt. Und gegen Agent zack dieses Deck. Dann kriege ich ja übertrieben auf die Fresse im Global Tournament. Weil das beim Golden Knight rein. Ich habe Angst vor die Minion heute. Boah, okay, gut. Er hat wahrscheinlich jetzt wieder die E-Box chargen. Bei sowas kannst du immer chargen dann auch. Also, wenn er halt Einheiten setzt und die Einheiten sind am Turm dran und du weißt, der Charge trifft Turm und Einheiten. Jetzt mache ich Pfeile wegen Minion heute. Oh mein Gott, du hast ihn gerade aus dem Leben gelöscht, ohne dass ich es gesagt habe. Was ist das denn? Du hast gut ihn gespielt, genau bei 5 Elixier erwischt, Junge. Das passiert ja einmal im Million. Was das ist das denn? Ich zähle kein Elixier, es ist einfach Bauchgefühl über die Zeit. Du hast ihn komplett gelöscht, hä? Ja, es ist gelöscht. Es ist so passiert. Junge, wo kam das her? Ja, es ist das Bauchgefühl. Ich hab's gesagt, ich bin besser geworden. Digga, ich hab wirklich 25 Stunden den Rage-Modus-Duo gespielt. Verstehst du das? Schön, wichtig. Damit der. Nee, der war kacke. Ich hab da zu viel Angst. Ich hätte das schon gesagt, wenn der Nado kommen muss. Okay, aber ich hab, weißt du, was ich meine? Wer hätte Todesschaden, dann ist verloren. Deswegen denkst du, der kommt noch dran, ja. ja, genau, ja, geil. Hä, wo wusstest du, dass ich keine Game Sense hab? Ich das wohl weiß, Charge. Geil. Oh, was ist jetzt hier los? Ja, natürlich abgebrochen. Schade. Ich hab gecharged. Hab ich das Elixier gekostet? Nee, ne? Ich glaube schon. Reicht das? Nein, jetzt Nado. Jetzt, nee, du richtig ganz schön spät. Ganz hinten in die Pampa ganz ziehen, weit schön. Weg, die Scheiße. Den kannst du noch deffen, bitte, weil sonst kracht's. Nein, ja, nein. Okay, ein Hit. Ja, okay, geht noch klar. Ja, jetzt kracht's halt mit dem Inferno-Turm. Du musst jetzt einen Holzfäller rechts spielen und dann. Oder so. Jetzt, charge. Und dann den Vögelvieh rein und dann spielst du den Golem oder den. Hast die Bombe nicht kassiert? Ja, scheiße, ist verdammt. Du musst irgendwie versuchen, den. Oh mein Gott, nein, stimmt, Turnierlevel. Oh mein Gott, Holz reicht auch nicht. Du musst jetzt alles auf die linke Seite pressen da. Nee, du mal, dass der Adrian connected. Ja. Big Spin schneller, mach schneller, Big Spin, ja, nein, das. Nein! Rechts, ja! Du hast gewonnen. Es klappt. Hey, was ist also, das Holz hier nicht stört, macht das Holz denn? Das ist so geil. Du bist einfach in der Anstalt und der Gegner ist im Nachbarzimmer und ihr kloppt euch auf die Fresse. Hä, wie wenig. Wie das Holz? Das Holz! Ja, das reicht nicht. Wie wenig Schaden macht das Holz auf 11? Gar nichts. Das macht 40 Schaden? Also, das war wirklich dieses Gameplay. Egal, kein Problem. Macht gar nichts. 58 Schaden macht das Holz nur. Jetzt wurde ungefähr 12 mal genervt. Weißt du warum? Na? Weil sich X als das meistgespielte und Hawk Cycle Spieler hinten reingestellt haben und in der dreifachen Elixierphase 10 Hölzer rübergeworfen haben und da ich den Turm geholt. Die Assis. Ja, den holen wir doch. Nehmen wir uns mal nach hinten. Schaffst du das? Ich sag mal, du schaffst es. Ja, so ungefähr. Nice. Ja, was heißt so ungefähr? Das war crispy clean. Das war das Mindeste, was du für den Rest des Spiels hättest tun können. Holzfäller? Hey. Ja, also die Hexe, ne? Was ist denn das? Da ist ja, woher soll ich das wissen? Wo soll ich das? Steht hier nirgendwo. Die Hexe, die ist da komplett alleine. Ja. Da kommt nochmal ein Holzfäller. So, jetzt kannst du den Golem Knick machen. Golem Knick ist eine Steilvorlage für dich. Steilvorlage eingeleitet. Golden Knight dahinter eingeleitet auch. Charge. Der schmeckt, der Charge. Ja, jetzt nur Nado und dann gewinne.
Pfeile und Nado, würde ich sagen. Das hat's nämlich gewonnen. Nice. Der hat dauerhaft alles an die Brücke gespammt. Der war doch völlig verrückt. Der war völlig verrückt. Aber auf eine nicht so gesunde Art und Weise. Ach, da kommt der Emote her. Richtig. Ich bin schon gewundert, wo Hodiak den her hatte. Ich dachte, der hat sich noch einen gekauft. Ja. 5000 Gems für Cosmetics ausgeben auf dem Free-to-Play-Account. Besser, die nehmen wir mit. Ich dachte, ich krieg keine Masteries mehr. Final Level 6. Ich bin heute raus. Hau rein. Ich sorge mir die Frage wieder anytime, bin ich auch wieder immer ready. Machen wir so. Ich mach noch einen Sieg, dann hab ich's. Perfekt, alles klar. Dann viel Spaß und viel Erfolg. Dir auch viel Spaß. Tschö, tschö. Dann fangen wir mal so ab. Oh oh. Digga, der sneakt mir echt einen Mega-Ritter durch. Der hat aber auch einen Giant Skeleton, eine Valkyrie, einen Mega-Ritter. Was geht denn hier ab, Mann? Haben wir, oder ist das Emote? Noch ein Golem-Emote. Alter, ich bin so ein Golem-Spieler. Nehmen wir mit. Wir nehmen das mit und dann nehmen wir die Pralinschachtel. Oh, was ist das? Okay, fett. Wohin wollten wir kommen? Bis zur Auswahltruhe, ne? Bis zur legendären. Oh, wie weit? What the fuck? Grand Champion? Liga 8? Na gut.